Herzlich willkommen zum zweiten Vortrag im OKR-Track von Peter, der uns etwas dazu erzählt, wie man mit OKR endlich weg vom Mikromanagement kommt. Peter selbst hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung und war da auch Leiter oder ist da auch Leiter der Softwareentwicklung und hat eben unter anderem viele verschiedene agile Prozesse im Unternehmen eingeführt, wobei er interessanterweise auch jede Rolle aus dem Scrum schon mal selbst inne hatte. Allerdings, wie es sich gehört, nicht alle auf einmal. 2018 war er erstmals auf einem Meetup zum Thema OKR, weil er Objectives and Key Results bei sich in der Organisation einführen wollte. Und lustigerweise, die Person, die damals dieses Meetup auch veranstaltet hat, bei der Person ist er jetzt auch mitunter in der Organisation, im Unternehmen und führt da und ist verantwortlich für das Thema Objectives and Key Results. Mit München verbindet er eine witzige Geschichte, und zwar hat sein Sohn im Alter von 3 Jahren im Kindergarten immer wieder erzählt, dass er einen München-Papa hat. Wie kam das Ganze? Ich musste selbst heute früh noch mal nachfragen. Und zwar war eben der Peter ein paar Mal zu dieser Zeit in München zur Weiterbildung und sein Sohn hat eine Geschichte daraus gesponnen. Ja, sein München-Papa. Und das war ein Krimineller so ein bisschen vielleicht auch, hat auch einen Lastwagen gehabt, habe ich verstanden. Ja. Also ein cooler Typ, dieser München-Papa. Und diese Geschichte hat sein Sohn so lebhaft gesponnen, dass irgendwann, und Peter hat nicht in München gewohnt, die Erzieherin seiner Frau einen guten Flug nach München gewünscht haben, weil der Sohn das wohl auch erzählt hat. Und jedes Mal, wenn er jetzt nach München kommt, und das ist jetzt schon über 10 Jahre her, ja, denkst du an diese Geschichte. Ja, so ist es. Von diesem imaginären München-Papa, der auch du hättest vielleicht sein können. Ja, sein sollte wahrscheinlich. Sein sollte. In diesem Sinne freuen wir uns jetzt auf einen Vortrag in einem absolut vollen Raum. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und genau, Fragen, eine Besonderheit. Peter wünscht sich Fragen auch zwischendurch. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, hebt gerne die Hand. Ich komme mit dem Mikrofon dazu. Sollten irgendwann mal die Fragen überhand nehmen, moderieren wir es auch elegant dann wieder ab, wie es sich gehört, damit wir in unserer Timebox bleiben. Und in diesem Sinne, Bühne frei für dich. Dankeschön, Sabine. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie das ist, vorbereitete Vorträge zu halten oder zu improvisieren. Und ich schwank da immer hin und her, was ich mache, und habe mich jetzt entschieden, wir machen es improvisiert. Wir haben beide positive Erfahrungen damit gemacht und es wird bestimmt heute auch so sein. Und ganz kurz. So. Das ist ein anderer Vortrag, als ich ursprünglich halten wollte. Ursprünglich hatte ich mir so überlegt, wie gehe ich an das Thema ran? Ich nehme so eine imaginäre Führungskraft, Stefanie habe ich die genannt, und an deren Erfahrungen würde ich das dann so erläutern, wie sie halt micromanaged und wie sie dann OKRs entdeckt und wie sie das dann einführt und mit ihrem Team erfolgreich ist. Und dann habe ich einen Artikel daraus erstmal geschrieben, habe den beim Projektmagazin eingereicht und das Feedback war, ist nicht so gut, ist nicht glaubwürdig. Da war ich ein bisschen enttäuscht und dachte, okay, ich wollte ja eigentlich auch einen Vortrag daraus machen, wie gehe ich denn da jetzt ran? Und dann habe ich festgestellt, naja, eigentlich bin ich selber auch Führungskraft und eigentlich arbeite ich auch mit OKRs, dann nehme ich doch einfach meine eigenen Erfahrungen. Und um die soll es heute gehen, wie ich OKRs eingesetzt habe und wie ich bei mir Seiten in meiner Führung entdeckt habe, die mir gar nicht so gefallen haben, und wie mir OKRs auch dabei geholfen haben, das anders zu machen. Insofern ist das ein sehr persönlicher Vortrag, eine andere Flughöhe als jetzt der Vortrag davor. Und ich hoffe, dass ihr da für euch selber was rausziehen könnt. Deswegen versuche ich es auch möglichst praktisch zu machen. Und wenn es Fragen gibt, wenn ihr Sachen anders erklärt haben möchtet, dann meldet euch. Ja? Oder wir reden dann danach. So, und ich vergesse auch immer den Slide über mich. Also ich bin Agile Coach, ich leite ein Team von Agile Coaches. Ich bin sehr gerne interner Agile Coach. Ich mache auch hier und da so andere Projekte, aber hauptsächlich bin ich festangestellt. Ich bin aktuell bei einem Unternehmen, was ein bisschen anders funktioniert als wahrscheinlich alle anderen, wo ihr seid. Wir haben keine Berichtslinien, wir haben Kreise und ich kann mir aussuchen, also ich habe mehrere Chefs oder keine, je nachdem, wie ich es sehe.
Und ich glaube, das hat schon ein bisschen Auswirkungen auf das, was ich hier berichte. Vieles davon wird sich sicherlich auch in anderen Umgebungen übertragen lassen. So, jetzt geht der Klicker nicht. Ah, sehr schön. Genau. Der Begriff Mikromanagement. Mit dem möchte ich mal anfangen. Und mich interessiert mal, wer von euch hat denn einen Micromanager zum Chef? Meldet euch mal. Okay, also mindestens einer. Und zwei? Okay. Drei? Wahrscheinlich sind es noch mehr. So. Und wer von euch ist denn ein Micromanager? Oh, gut. Sehr schön. Dann bin ich gespannt, was ihr vielleicht hier aus meinem Vortrag rauszieht. So, weil bei mir, ich habe zwar den Begriff gehört, ich habe auch immer mal wieder mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, sie können dieses Micromanagement nicht leiden von ihrem Chef. Und das finden sie blöd, aber ich habe mich selber nie als Micromanager gesehen. Ich dachte, das ist nicht, wie ich führe. Und offensichtlich ist es anders, ja, und diese Geschichte möchte ich euch heute zeigen. Und Auslöser meiner Reise war ein Gespräch mit einer Kollegin aus meinem Team. Ja, wir hatten unser One-on-One und haben so gesprochen und dann kam so der Spruch, Peter, was machst du eigentlich gerade? Diese Fragen, was ich mache und wie ich das mache und so, was willst du eigentlich gerade von mir? Und das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und dann habe ich so gedacht, aha, ich könnte das jetzt wegargumentieren, aber irgendwie ist da was dran. Und dann habe ich festgestellt, Mist, ich bin ein Mikromanager. Und dann habe ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt und habe versucht zu verstehen, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das. Und das sieht nicht so aus, wie es auf den Folien aussehen sollte, aber da kommen wir mal klar. Letzten Endes habe ich ein tolles Team. Die sind engagiert, die sind motiviert, wir verstehen uns gut. Die sind auch kompetent, das haben wir uns auch mal zusammen angeschaut. Wir haben uns ein Kompetenzmodell genommen, haben uns da gegenseitig eingeordnet und selber. Und eigentlich vertraue ich denen auch, dass sie einen guten Job machen. Aber, ne, jetzt geht's wieder nicht. Ich klicke jetzt für dich. Okay, super, danke. Genau, die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist immer anders als der Anspruch oder zumindest oft. Ich habe halt gemerkt, dass ich eben in diesem One-on-Ones da bin und frage die Kolleginnen und den Kollegen, was sie denn so machen. Und dann stelle ich fest, das, was die erzählen, das ist irgendwie anders als das, was ich machen würde. Und dann ist die Frage, ist es auch gut? Und ich mache das, was ich mache, weil mir das Thema wirklich wichtig ist. Und ich habe dann einen hohen Anspruch an mich selber. Ich habe einen hohen Anspruch an die Agilität. Ich habe selber Fehler gemacht. Ich habe auch Sachen bei anderen gesehen, die ich nicht so gut fand. Und das ist gar nicht so einfach in meiner Rolle, dann darauf zu vertrauen, dass die da in ihren Teams sind ohne mich. Ich kann mir das nicht angucken und das ist so, dass ich damit zufrieden bin. Ja, und am Ende bin ich ja irgendwie auch verantwortlich für das Ergebnis und für die Reputation von unserem Team. Und das ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, was ich da mache, ja, dass ich da kontrolliere. Dass ich da kontrolliere und versuche, irgendwie das zu steuern. Und dass ich das nicht möchte. So, diese Einsicht, ich möchte das nicht, die war jetzt sehr schön, aber die Frage ist, wenn ich das nicht möchte, was möchte ich denn dann? Und das war dann gar nicht so einfach. Und dann gibt es ja so klassisch,
Dann gibt es ja so klassische Ansätze in der Management-Theorie, ja, so Laissez-faire-Management, ja, ich lasse die einfach machen und das wird schon passen, die sind ja erwachsen und gut ausgebildet und motiviert. Und dann habe ich in mich reingespürt und habe gemerkt, nee, das machen wir nicht. Also das fühlt sich nicht gut an, fehlt mir irgendwas, dass ich meine Aufgabe gut machen kann oder das Gefühl habe, ich mache die gut. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde den Menschen, die ich führe, nicht gerecht, dass ich sie so sich selber überlasse. Also das habe ich relativ schnell aufgegeben. Und dann gibt es ja den Begriff Command und Control, ja, oder direktive Führung. Und das will ich auch nicht. Und ich meine, ich erzähle den ganzen Tag anderen Führungskräften, warum sie das nicht machen sollen. Und dann selber bei mir mich dazu ertappen, das war schon schwierig. Und ich glaube, dass das aus mehreren Gründen keine gute Idee ist, weil es ist eigentlich immer reaktiv. Ja? Ich rede da in dem One-on-One über Dinge, die vergangen sind, die wir nicht ändern können. Und gleichzeitig war ich ja auch nicht dabei. Und wie kann ich in einer halben Stunde sozusagen diese ganzen Informationen, die aus dem Erleben entstehen, aufnehmen, verstehen und zurückspielen? Das kann also schon prinzipiell nicht funktionieren, ist aber trotzdem ziemlich viel Zeit. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn man auf der Empfängerseite ist. Und das ist, das konnte ich halt schon nachvollziehen, dass sich das so begrenzend anfühlt, als wäre man so ein ausführender Automat von meinen Ideen und wie man Sachen macht und was man macht. Also das war es nicht, das kann nicht funktionieren und das möchte ich auch nicht. So, dann mussten wir also weiterschauen, wie das geht. Und das ist dann dabei rausgekommen. Ich habe mir mal überlegt, was brauche ich denn, damit ich loslassen kann, damit ich das Vertrauen, was ich habe, sich auch im täglichen Arbeiten wiederfindet. Ja, und dann habe ich das mal so ein bisschen systematisiert. Das ist jetzt kein Modell, was irgendeinen wissenschaftlichen Anspruch hat. Das stellt einfach nur das dar, was ich zu dem Zeitpunkt für mich erkannt habe. Und das eine Element ist halt das, was ich hier Zutrauen nenne. Ich habe jetzt bewusst nicht den Begriff Vertrauen verwendet, weil der für mich an der Stelle ein bisschen zu groß ist, sondern mein Vertrauen, dass die Menschen das können. Dass sie prinzipiell dazu in der Lage sind, gute Arbeit zu leisten. Und dazu sind jetzt nicht nur Zeugnisse oder irgendwelche Assessments nötig, sondern ich brauche irgendwie auch eine persönliche Erfahrung, was die tun. Und das ist auf jeden Fall wichtig, weil wenn ich das nicht habe, fällt es mir sehr schwer, Dinge zu übergeben oder machen zu lassen. Ansonsten halte ich eine tragfähige Beziehung für sehr wichtig und ich würde behaupten, dass wir die haben und die hatten wir eben auch schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das Feedback bekommen habe. Das heißt, die Kollegin hat sich sicher gefühlt, mir zu sagen, ich Fehler mache oder dass ich was anders mache, als sie das gut findet. Und das halte ich für ganz wichtig für diese Art von Arbeit, dass man eben über Dinge sprechen kann, vor allem auch über potenziell schwierige Themen und da auch zu einem Ergebnis kommt miteinander. Und ich bin ja agiler Coach, deswegen halte ich sehr viel von Feedback-Loops, dass man also Dinge tut und dann auch überprüft, wie die inhaltlich funktionieren und wie man sie angegangen ist und daraus lernt. Das heißt, wenn wir irgendwas machen, dass wir eben uns auch Zeitpunkte setzen und Termine, um zu überprüfen und zu lernen und uns anzupassen. Ja? Und das alles hatten wir zu einem gewissen Punkt, ja, wir hatten halt zum Beispiel diese One-on-Ones als Feedback-Loops, aber der Inhalt oder die Grundlage hat gefehlt. Und diese Grundlage ist aus meiner Sicht die Klarheit, wo wir hinwollen und wie wir da hinkommen. Und die hatten wir nicht. Ich hatte für mich eine Vision, wo ich hin möchte, da habe ich auch viel drüber gesprochen, und dann aber gemerkt, das ist irgendwie, es ist keine gemeinsame Vision. Und es fehlt vor allem so ein Teil zu sagen, okay, wie überführen wir das denn jetzt im täglichen Arbeiten in Handlungen, die auf dieses gemeinsame Ergebnis einzahlen. Das war nicht konkret genug. Und deswegen war das dann der Baustein, wo ich gesagt habe, okay, das ist das, was mich davon abhält, so zu führen, wie ich mir das vorstelle. Und an dem Teil möchte ich jetzt arbeiten. Und dann habe ich, okay, habe überlegt, wie kommen wir zu der Klarheit? Und für mich gab es dann jetzt zwei Teile. Einerseits die Strategie, dass wir eine Vorstellung entwickeln, wo wollen wir eigentlich hin? Und worauf wollen wir uns konzentrieren und vor allem auch, worauf nicht. Also ich bin in einem Umfeld, wo es sehr, sehr viele Dinge gibt, die man anfassen könnte. Und ich habe das durchaus zwischenzeitlich auch als überfordernd erlebt, zu sagen, okay, welche von all diesen vielen Dingen machen wir denn nicht und worauf konzentrieren wir uns? Ja?
Und da war das auch sehr hilfreich, dass ich Führung bekommen habe von meinem Gesprächspartner, zu sagen, okay, was ist denn für Sie gerade wichtig? Ja, und wo sehen wir denn gemeinsam den größten Hebel? Ja, insofern war das der Startpunkt. Gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Und dann, okay, wenn wir dieses Ziel bestimmt haben, dann zu sagen, okay, welchen Weg gehen wir? Oder wie könnte zumindest der nächste Schritt in diesem Weg aussehen? Und das habe ich jetzt hier als Taktik bezeichnet. Und meine Erwartung war, wenn wir beide Aspekte bedienen können, dann stellt sich auch so eine Klarheit ein, dass wir als Team gemeinsam wissen, wo wir hinwollen und das auch tun. Genau. Das bedeutet auch, bevor wir loslaufen, machen wir uns erstmal klar, wo wir hinwollen. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Moment, um diese Strategie zu formulieren. Strategie in dem Fall für das Team von Agile Coaches. Und da gab es dann ein Gespräch, ja, in dem Fall mit einem von unseren Vorständen. Und da kamen mehrere Fokusbereiche raus. Das ist jetzt einer davon, wo wir gesagt haben, okay, die Prozessqualität der Arbeit in den Produktentwicklungsteams, die interessiert uns. Und wir wissen im Moment gar nicht, wie die aussieht. Wir nehmen wahr, dass sie unterschiedlich ist. In manchen Teams scheint es sehr gut zu funktionieren, in anderen nicht. Aber uns fehlt irgendwie so einen Bezugsrahmen, um da gezielt intervenieren zu können. Und deswegen war das einer der Fokusbereiche, zu sagen, wir wollen da eine Transparenz herstellen, wir wollen ein gemeinsames Verständnis. Dann war der nächste Punkt, okay, wie kommen wir denn dahin? Wir brauchen irgendwie ein Schema, anhand dessen wir das beurteilen können. Und dann müssen wir das Schema anwenden. Und der nächste Punkt war dann, okay, woran messen wir denn den Erfolg? Erstmal, wir haben das für alle Teams gemacht. Wir wissen, wo die stehen. Und wenn wir so eine Skala haben von 1 bis 10, wo 1 ist irgendwie nicht so gut und 10 ist super, dann würden wir es schön finden, wenn die Mehrheit der Teams so bei 8 wäre und kein Team schlechter als 5. Das war dann so in Bezug auf die Prozessqualität der strategische Rahmen, auf den wir uns geeinigt haben fürs Jahr und den wir dann als Grundlage genommen haben. So, damit war die Richtung klar. Und jetzt ging es darum, wie beschreiten wir jetzt den Weg, und da kommen die OKRs ins Spiel. Und wozu dienen die OKRs? Sie konkretisieren die Strategie, ja, indem sie sagen, okay, wenn wir da am Ende des Jahres hinwollen, wie gehen wir jetzt los? Sie haben einen kürzeren Horizont und sie sind stärker darauf orientiert, was wir konkret machen, ja, während die Strategie eben nur den Rahmen vorgibt. So. Und das möchte ich jetzt an einem Beispiel erläutern, nämlich am Beispiel der Prozessqualität, wie wir das Anfang des Jahres gemacht haben. Und genau, Ausgangspunkt der Überlegung war zu gucken, wo stehen wir denn, also wo wollen wir hin? Das habe ich schon beschrieben, wir wollen alle Teams erhoben haben und wir wollen einen gewissen Status, gewisse Reife der Prozesse sehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wo stehen wir jetzt? Wir sind mit einigen Teams im Kontakt. Wir wissen, bei einigen läuft es gut, bei anderen läuft es nicht gut, aber das sind eher so anekdotische Informationen. Das sind jetzt keine systematisch erhobenen Daten. Wir haben kein Verfahren. Wir haben Kontakt mit vielen Teams. Das heißt, darauf können wir aufbauen. Die kennen uns ein bisschen. Aber wir haben keine Ahnung, wie so eine Initiative angenommen wird. Und wir haben recht selbstbewusste Teams, die durchaus sensibel sind, wenn da jemand von außen kommt und möchte sie irgendwie bewerten. Das kann passieren, dass die dann nicht mitmachen oder nicht offen sind. Und es gab halt in der Vergangenheit, gab es Initiativen, die eher so abgelaufen sind, wo die nicht gut funktioniert haben. Und wir wussten nicht, wenn wir da jetzt mit so einem Bewertungsverfahren ankommen, ob die uns die Tür zeigen. Auf die eine oder andere Art. Ja, indem sie uns wirklich die Tür zeigen oder indem sie sich eben aktiv verweigern. Genau. Und ausgrund dieses Startpunkts und dieses Endpunkts haben wir dann gesagt, okay, was könnte dann ein gutes Etappenziel sein? Ja, das Jahr hat gerade angefangen. Was machen wir? Und das haben wir dann versucht, in die Objective zu gießen und haben gesagt, okay, am Ende dieser Periode, wir arbeiten mit Tertialen, also 4 Monaten, möchten wir gerne ein Verfahren haben und wir möchten gelernt haben, ob das funktioniert, ob wir damit arbeiten können und ob wir damit irgendwie in diese Richtung vorankommen, die wir uns fürs Jahr vorgenommen haben. Und dann ist es relativ einfach zu sagen, okay, wenn wir das wollen, dann brauchen wir ein Verfahren. Ja, ohne das Verfahren können wir es nicht anwenden und dann sammeln wir Erfahrung. Und
ausgehend von diesen Überlegungen haben wir dann gesagt, was könnte denn ein gutes Kirisalz sein? Und das Kirisalz soll, das hatten wir im letzten Vortrag ja auch gehört, soll ein Ergebnis beschreiben. Ja, also wir haben jetzt dann eben nicht gesagt, ja okay, wir recherchieren Verfahren und dann gucken wir, welches wir nehmen und dann passen wir das an und dann planen wir die Umsetzung. Das haben wir nicht gemacht. Das ergibt sich für mich aus dem Kirisalz. Sondern wir haben gesagt, wir wollen 8 in 4 Monaten mit 2/3 der Teams eine Erhebung gemacht haben, ins Gespräch gekommen sein und geguckt haben, nehmen die das Verfahren an, was lernen wir dabei? Und gedacht, okay, sind jetzt irgendwie 20 Teams, das ist ziemlich viel. 100% trauen wir uns nicht zu, aber wir versuchen mal 2/3 hinzubekommen. Genau. Und das war sozusagen das Ergebnis des Planning-Prozesses. Und jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie wir denn da hingekommen sind. Ich bin ein großer Fan von Timeboxing oder generell von klaren Rahmensetzungen. Und die erste Rahmensetzung war zu sagen, fürs Planning nehmen wir uns einen Tag Zeit. Und am Ende dieses Tages haben wir das Planning abgeschlossen und die Qualität der Objective und der Key-Results ist dann so gut, wie sie eben in dem Tag für uns möglich war. Und das war spannend. Wir haben uns eine andere Kollegin geholt, die uns moderiert, wo sonst wir im Einsatz sind, um uns zu helfen. Und die hat echt hart arbeiten müssen mit uns, weil wir auch sehr undiszipliniert waren, so wie andere Teams das auch sind manchmal. Also am Anfang uns sehr in Detaildiskussionen verheddert, dann gemerkt, uns läuft die Zeit weg, dann uns zusammengerissen. Und am Ende haben wir das Ziel halt auch erreicht. Aber es war ein spannender Prozess. Und dann haben wir halt auch gesagt, wir wollen maximal 3 Objectives und maximal 3 Key Results haben. Das ist jetzt mehr oder weniger eine willkürliche Zahl. Ich finde sie aber ganz gut, weil sie nicht so groß ist. Und wir hatten am Ende Schwierigkeiten, uns zu entscheiden, was wir nehmen und was wir weglassen. Insofern hat uns das auch geholfen, da eine Entscheidung zu treffen und eben an dem Tag zum Ergebnis zu kommen. Und ist durchaus was ich auch empfehlen kann. Und nach dem Planning gab es dann halt Check-ins. Das sind für uns 2-wöchentliche oder Termine alle 2 Wochen, wo wir uns für eine halbe Stunde treffen und gucken uns den Fortschritt an und schauen, haben wir den Fortschritt bei unseren Key Results und glauben wir, dass wir mit dem, wie wir aktuell arbeiten, die erreichen werden. Ja, und dann gibt es so eine Ampel, ja, grün, gelb, rot und ich finde, das ist ein gutes Prinzip. Es ist rot, außer man kann begründen, dass es eine andere Farbe sein sollte. Und dann zu sagen, okay, passt das Vorgehen? Passen die Ziele noch? Haben sich die Rahmenbedingungen verändert? Also das passiert halt auch, dass man was lernt. Wir hatten ein Experiment in einem Key-Result ausgedrückt, wo wir gemerkt haben, das funktioniert zwar in der Umsetzung, aber das hat keine Wirkung. Also wir treffen da irgendwie nicht den Nerv, den wir gehofft haben zu treffen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir weiter, aber da investieren wir möglichst wenig Energie. Oder andere Sachen haben halt sehr gut funktioniert. Und das waren dann auch die Gelegenheiten, Missverständnisse aufzudecken. Also wer kümmert sich um was? Ja, und wenn es halt keinen Fortschritt gibt oder wenn man gedacht hat, es passiert irgendwas, es ist nicht passiert, dann sind das halt die Gelegenheiten, darüber zu sprechen und damit was zu machen. Und da hilft es halt total, wenn man die Beziehung schon hat, um eben ehrlich über Schwierigkeiten reden zu können. Ja, genau. Und am Ende, der dritte wesentliche Teil des Prozesses, ist auch nichts Ungewöhnliches, ist halt eine Review und eine Retro. Das ist auch nicht anders als ein Scrum, nur eben ein anderer Zeitrahmen. Da haben wir uns 1,5 Stunden Zeit genommen. Das war sehr sportlich, hat aber funktioniert. Und als erster Schritt, und das ist für mich ein Aspekt, den ich bei den OKRs sehr mag, halt das Grading gemacht, also wirklich bewertet, wie haben wir denn abgeschnitten, wie viel Prozent haben wir denn für die einzelnen Key Results erreicht. Gleichzeitig dann aber auch nochmal zu schauen, hat es denn das im Hinblick auf die Objective weitergebracht und welche Auswirkungen hat es denn auf die Jahresziele? Weil die Key Results umgesetzt sind, heißt es noch nicht, dass es einem auch bei der Objective geholfen hat. Das ist plausibel, wenn man startet, aber es kann durchaus bei der Umsetzung sein, dass man dann merkt, dass der logische Zusammenhang, den man da gesehen hat, nicht da ist und dass man den eigentlich angestrebte Wirkung nicht erzielt. Und deswegen haben wir uns das auch nochmal angeschaut. Dann eben darüber gesprochen, wie war der Prozess. Also wir haben zum Beispiel bei den Check-ins haben wir gemerkt, dass wir manchmal terminlich das nicht schaffen, weil wir
alle in unterschiedlichen Teams sind und dann irgendwie nicht eine gemeinsame Zeit finden, haben wir gesagt, okay, wie gehen wir damit um? Suchen wir einen anderen Termin? Lassen wir es ausfallen? Wollten wir beides nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es asynchron. Ja, wir schreiben uns in unserem Slack, ja, schreiben wir, wie ist der Fortschritt. Wir dokumentieren das einmal und wir gucken, gehen diesen Reflexionsprozess eben schriftlich durch. Das war für uns wichtiger, war es, dass wir den Zeitpunkt einhalten, die Kadenz, zweiwöchentlich auf unsere Ziele zu schauen, als darüber zu sprechen. Wir haben auch gemerkt, dass es dann aber auch total hilfreich ist, das nächste Mal dann wieder miteinander zu sprechen. Ja, aber das waren halt so Entscheidungen, die sich dann im Laufe des Prozesses auch ergeben haben, die wir dann treffen mussten und wo es dann auch hilfreich war, nochmal zu reflektieren und zu gucken, wie finden wir das denn jetzt? Wollen wir das denn im nächsten Tertial so weitermachen? Genau. Und damit möchte ich dann auch zu den Learnings kommen, die ich in dem Prozess gewonnen habe. Ich glaube, es kommt schon ein bisschen rüber. Das Ganze hat ganz schön viele Voraussetzungen. Also einfach nur OKRs einzuführen, hätte jetzt für mich nicht funktioniert. Zum Beispiel brauchen wir erstmal die Strategie und eben auch diese Frage, was will ich eigentlich mit den OKRs erreichen und woran mache ich für mich in meiner Führungsaufgabe fest, dass es funktioniert. Da brauchte ich ein bisschen Zeit und Ruhe, um mich damit zu beschäftigen. Um für mich da Klarheit zu haben, um dann auch im Prozess sehen zu können, inwieweit finde ich denn das wieder, was ich wiederfinden möchte. Und gesagt, die Arbeitsbeziehungen sind für mich ganz entscheidend für so einen Prozess. Ja, auch da aber erstmal Klarheit zu haben, habe ich die oder woran merke ich, dass ich die habe, war eine Voraussetzung, war ein Moment, wo ich erstmal gebraucht habe. Auch im Planning lief es dann anders, als ich mir das gewünscht habe. Es war sehr viel frontaler, sehr viel einseitiger, als ich mir das gedacht habe. Das habe ich erst nicht verstanden. Dachte ich, okay, mache ich irgendwas falsch? Ja, dann mit dem Team darüber zu sprechen, zu sagen, okay, da kommt von euch nicht zurück. Woran liegt das? War ein Learning. Dann, ja, die Kompetenz. Wenn ich mir Ziele setze, ist es total hilfreich, wenn das Team auch die Möglichkeit hat, an diesen Zielen zu arbeiten. Also auch zu gucken, was passt denn? Also auch, wo ist sozusagen der Sweet Spot zwischen dem, was das Unternehmen gerne möchte von uns und zwischen dem, was wir auch leisten können, also sowohl von der Kompetenz als auch von der Kapazität. Wie gesagt, dieser strategische Input war ganz wichtig. Diese Gespräche mit dem Vorstand erstmal zu sagen, wo willst du denn hin mit der Firma und wie können wir dabei unterstützen? Ohne das hätten wir halt irgendeinen Weg uns überlegen können, aber ohne das Ziel wäre das sehr beliebig gewesen. Und das wirkt sich dann meiner Meinung nach auch immer in der Umsetzung aus. Und eben dann einen konzeptionellen Rahmen zu haben, zu sagen, okay, wie passt das denn mit den anderen Prozessen zusammen von uns oder auch von anderen Teams? Das Ganze ist Aufwand. Also alleine schon die Termine zu organisieren ist Aufwand. Die Inhalte so aufzubereiten, dass man in diesen Terminen dann auch gut arbeiten kann. Also das werdet ihr alle kennen, ein Meeting, wo die Vorbereitung nicht stattgefunden hat, ist halt selten produktiv. Und das gilt für den OKR-Prozess auch. Und wenn man dann mit dem Ergebnis dieses Termins für 4 Monate arbeitet, ist das schon ganz gut, wenn man das dann eben auch so vorbereitet. Und ja, ich arbeite mit OKRs, in unterschiedlichen Firmen, mit anderen Teams, aber auch ich brauche Zeit, mir zu überlegen, wo will ich denn hin und wie können wir denn da rangehen. Und den Fortschritt zu messen ist auch gar nicht so einfach, wenn man noch keine Datengrundlage hatte, kann dann nicht einfach auf den Knopf drücken und sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt? Also auch sich gute Kennzahlen zu überlegen und ein Messverfahren zu überlegen, was stimmt, was wir aber auch vom Aufwand her betreiben können, waren Dinge, die ich gelernt habe, dass das mehr Aufwand ist, als ich erwartet habe. Genau. Und genau, wir haben das alles erst gelernt. Ja, wir hatten dann unsere OKRs, unser Planning und dann hatten wir unseren ersten Check-in und haben gesagt, okay, wer macht denn jetzt was? Ja, das haben wir dann einfach beantworten können, aber es war ein Punkt, an dem wir erstmal gestanden haben. Und auch zu sagen, ja, ich habe es gesagt, beim Planning hatte ich halt das Gefühl, das ist viel frontaler, viel einseitiger, als ich mir das gedacht habe. Ja, und sich dann die Frage zu stellen, okay, wie viel Beteiligung ist denn richtig vom Team? Wie viel Führung ist angemessen? Und das ist auch was ich in anderen Teams, mit denen ich arbeite, immer wieder erlebe. So das Team zu fragen, was wollt ihr denn in den nächsten Monaten machen?
ist nicht stimmig. Mit den fertigen OKRs zu kommen und zu sagen, wie findet ihr die, ist auch nicht stimmig. Und aber also zu sagen, okay, was machen wir denn dann, wenn diese beiden Optionen nicht gut sind, sind Fragen, da braucht man Zeit und da muss man drüber nachdenken. Und das ist halt das, was ich dann mit anderen Führungskräften mache und was ich dann in dem Fall mit meinem Team gemacht habe, was uns auch geholfen hat, dann wiederum diese Themen in anderen Teams zu begleiten. Also wir haben an uns selber gelernt. Genau. Und genau. Der Ausgangspunkt war ja mit dem weg vom Micromanagement. Und jetzt habe ich darüber den Weg geredet. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt? Genau. Und ich habe gestern geschrieben auf LinkedIn, ich saß im Zug und wir haben per Slack haben wir die Ziele fürs nächste Tertial diskutiert. Das ist für mich eine gute Beschreibung, wo wir jetzt stehen. Weil die Kollegin hat mir geschickt, was sie sich an Objective und an Key Results fürs nächste Tertial vorstellt. Und ich habe ihr Feedback dazu gegeben. Und das ist schon ein Zustand, der mir sehr gut gefällt und auf den ich sehr stolz bin. Und was ich davor gemacht habe, also wir hatten halt diese One-on-Ones, ja, dazu hatte ich eingeladen und die habe ich dann abgeschafft. Ich habe gesagt, okay, die gibt es nicht mehr, weil ich habe jetzt das, was ich brauche, habe ich jetzt in dem Prozess. Ja, wir haben die Ziele, wir können den Fortschritt messen, solange der Fortschritt gut aussieht und wir darüber sinnvolle Gespräche führen, habe ich das, was ich brauche. Aber vielleicht gibt es was ihr braucht. Ja, vielleicht wollt ihr Feedback, vielleicht wollt ihr persönlichen Input von mir haben, dann könnt ihr mich einladen und dann reden wir. Und dann können wir Wann und Wanns machen. Das haben auch alle Kolleginnen gemacht. Hätten sie aber nicht gemusst. Und was wir eben auch hatten, ja? Ja. Okay. 1, 2, 3. Hört mich. Es ist ein sehr zielorientiertes Führen. Also ich bin Gruppenleiterin. Ich habe ein Team von 18 Leuten momentan. Ja. Und jeder ist ein bisschen anders. Ich habe wirklich eine Führungsspanne von welche, die seit einem Jahr vom Studium sind und auch welche, die quasi so in 3 Jahren in Rente gehen. Und jeder ist so ein bisschen anders auch. Und ich habe tatsächlich jetzt auch 1, 2 Leute, wenn ich da jetzt sehr, also das fällt mir auch schwer, muss ich sagen, aber reines zielorientiertes Führen funktioniert bei denen einfach nicht. Da springen die nicht drauf an, die brauchen mehr. Wie gehe ich bei sowas dann damit um? Danke für deine Frage. Ich habe das Problem auch gehabt und ich habe es zu spät gesehen und gelöst. In dem Fall. Also ich würde weiterhin sagen, dass dann das Zielorientierte für einen guten Rahmen darstellt und dann mit dem einzelnen Menschen ein Gespräch darüber zu führen, den Ist-Zustand festzustellen. Im Idealfall können sich da beide darauf einigen, dass es so ist. Im Zweifel reicht es ja auch zu akzeptieren, dass du das so siehst. Und dann das stärker runterzubrechen und in kleinere Etappen oder dann im Zweifel auch in To-Dos zu vereinbaren. Also das war das, was ich dann gemacht habe. Zu sagen, ich möchte bei dir und aus diesen Gründen möchte ich mehr und lass uns rausfinden, wie wir das praktisch organisieren. Ja. Genau. Das waren auch schon die wesentlichsten Wirkungen, die wir hatten. Also wir haben die Themen selber aufgeteilt. Ja? Wir hatten dann unsere Key Results und haben gesagt, okay, ich kümmere mich um das eine, wer kümmert sich um die anderen? Und gleichzeitig haben wir aber auch als Team weiterhin an allen Key Results gearbeitet. Das habe ich in anderen Firmen oder in anderen Teams auch erlebt. Dann gibt es einen Key Result ohne und das ist dann der Projektleiter. Oder der macht es dann alleine. Das halte ich nicht für den optimalen Weg, sondern man sagt, okay, das ist jemand, der das vorantreibt, der das Thema im Team pusht, aber wir sind alle beteiligt in unterschiedlichem Umfang an den Themen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ja, wir lernen zusammen. Wenn irgendwas nicht funktioniert, finden wir das raus und dann machen wir was anders. Genau. Und damit bin ich durch. In einer früheren Iteration der Folien hatte ich die Idee, dass meine Tochter die Illustrationen schreibt oder malt. Das wurde dann ein bisschen zu viel. Sie hatte, auch wenn sie sehr viel Spaß hatte, habe ich mich dann dagegen entschieden und das ist halt übrig geblieben. Und das wollte ich dann als kleinen Trost auch mit reinnehmen, weil sie dann ein bisschen traurig war. Vielen lieben Dank, Peter.
Ihr habt das vielleicht gar nicht mitbekommen, aber zwischen Peter und Daniel war zwischendrin eine Magie. Daniel hat weitergeklickt, Peter hat es wohl gewollt. Ich habe nicht verstanden, wie die Signal- und Kommunikationsführung abgelaufen ist. Das heißt, die Hälfte des Vortrags war ich nur am Wundern. Daneben, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, es ist rot, außer jemand hat eine gute Begründung, warum es anders ist. Genial. Das sollte standardmäßig in jedem OKR-Buch stehen, finde ich. Und jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Wer hat denn eine Frage? Sehr schön, die zwei nehmen wir. Danach geht es zum Thementisch. Fangen wir hier an bei Christian. Ja, wenn ihr in eurem Team jetzt Objectives beschlossen habt, gibt es da noch einen Genehmigungsprozess in der Ebene höher, die sagt, ja, das passt auch aus unserer Sicht zu den Objectives des Gesamtunternehmens? Danke für deine Frage. Ich würde es nicht Genehmigungsprozess nennen, aber es gibt ein Gespräch. Das heißt, wir funktionieren letzten Endes genauso wie die Produktentwicklungsteams. Der Vorstand hat da sozusagen eine Schnittstelle definiert. Wir haben, das muss man vielleicht dazu sagen, das Unternehmen hatte schon mal für ein paar Jahre OKRs und hat es vor ungefähr 2 Jahren abgeschafft. Und wir sind gerade dabei, das so anders wieder einzuführen, indem alle von oben und von unten gleichzeitig feststellen, das ist eigentlich doch ganz praktisch. Insofern gibt es da so eine Schnittstelle, wo eben der Vorstand mir gegenüber Erwartungen formuliert, wie ich mit ihm da kommuniziere. Und es sind 2 Termine. Der eine ist ein Rückblick auf das vergangene Periode und ein Vorschlag, was ich denke, was der Fokus sein sollte. Erst fürs Jahr und dann für die Periode, die folgende. Dann kommt seine Perspektive rein, die ich dann reinnehme, im Team damit arbeite und dann nochmal das Ergebnis durchspreche. Und insofern war das ist ein Teil, den ich jetzt hier im Prozess nicht gezeigt habe. Das ist sozusagen im Vorfeld stattgefunden oder hat. Genau, also insofern haben wir erstmal darüber geredet, was sind so die Perspektiven, was könnten Schwerpunkte sein. Da kam halt das Thema Prozessqualität raus. Das habe ich dann mit ins Team genommen und habe gesagt, das ist einer der Themen, die wir beide für sinnvoll halten. Was denkt ihr dazu und wie könnten wir uns dem Thema annähern? Bitte. Und die zweite Frage, Morten. Ja, danke. Meine Frage geht in Richtung der Zeitplanung für dieses kleine Projekt, sage ich jetzt mal, OKR. Wie hast du dir vorher das überlegt, wie der Zeitaufwand da sein wird? Du hast eben mal gesagt, Planning, da haben wir uns einen Tag Zeit genommen. Das heißt also, ihr habt einen ganzen Tag 8 Stunden zusammengesessen im Team und einfach mal geplant. Kann man das so sehen? Und dann habt ihr euch entschieden, wie der nächste weitere Zeitplan aussehen soll und wie häufig, wie lange ihr euch treffen wollt und oder wie genau seid ihr da vorgegangen? Danke. Wie habe ich das gemacht? Also die kurze Antwort ist Bauchgefühl und auch mit den Realitäten klarkommen, also zu gucken, wie viel Zeit können wir denn investieren? Und das hat sich so beides auf so einem Tag getroffen. Und den habe ich dann schon auch im Detail durchgeplant und geguckt, okay, was müsste denn da so passieren? Es ist dann anders gekommen, aber es war eine gute Grundlage. Und ich war auch vorher schon der Meinung, dass so ein 2-wöchentlicher Zyklus für so einen Check-in eigentlich ganz sinnvoll wäre. Also zum Zeitpunkt, wo ich gestartet bin, war ich schon der Meinung, wenn wir jetzt irgendwie für 4 Monate planen und wir gucken uns die Ziele nach 4 Monaten wieder an, das wird nicht so funktionieren. Und wenn ich mir die alleine angucke, würde es auch nicht funktionieren. Und wir haben aufgrund der operativen Arbeit in den Teams so eine 2-wöchentliche Kadenz, sodass sich das anbot. Und dann zu sagen, okay, wie viel Zeit wollen wir investieren da? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde? Und das haben wir dann ausprobiert. Also die Check-ins waren dann immer so relativ kurz, halbe Stunde? Die Check-ins sind relativ kurz und die sind sehr, sehr faktenorientiert. Also wir gucken also bei dem ersten Check-in merkt man auch, ob man die Krise als gut formuliert hat. Weil wenn sie gut formuliert sind, dann funktioniert der Check-in auch gut und wenn nicht, dann hat man Schwierigkeiten. Also die müssen halt so sein, dass man auch einen Fortschritt sehen kann. Und dann mit den Ergebnissen auch was machen kann, dass man es auch beeinflussen kann. Wenn das halt so Dinge misst, die man nicht beeinflussen kann, dann kann man halt so zugucken und sich freuen oder ärgern, aber man kann damit nichts machen. Das hatten wir. Wir hatten Key Results, wo wir dann gemerkt haben, okay, die sind nicht gut formuliert. Die haben wir dann auch nochmal angepasst. Aber in dem Beispiel war das halt so, okay, 67% der Teams, wie viele Teams sind es eigentlich? Okay, 20.
dann wie viele Teams müssen wir denn schaffen? Wie viele Teams sind es dann pro Woche? Wie teilen wir uns die auf? Und daraus haben sich dann eben viele gute Punkte auch ergeben, die uns dann geholfen haben zu sagen, okay, wie gehen wir vor? Wie teilen wir uns auf? Wie priorisieren wir auch zwischen den Key Results? Und wie viel Zeit können wir uns auch nehmen? Also das war, also der Workshop, den wir dann mit den Teams gemacht haben, der war halt 1,5 Stunden. Das war einerseits dem geschuldet, dass es immer schwierig ist für uns, Teams zu vermitteln, dass sie sich Zeit für sowas nehmen, gerade wenn sie das noch nicht wissen, was ihnen das bringen soll. Aber andererseits war es auch, okay, wenn ich jetzt irgendwie, ja, 14 Teams waren es am Ende, ja, wenn ich durch 14 Teams tingle in 4 Monaten, das ist ganz schön viel, wenn es eigentlich nur so ein, also das ist nicht das Einzige, woran wir arbeiten. Aber durch das Key Result wurde, da hat das sehr geholfen zu fokussieren, was können wir denn machen? Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Vielen lieben Dank, Peter, auch nochmal für die Beantwortung der Fragen. Peter ist jetzt noch da, er wird nur kurz entkabelt. Hinten ist ein Thementisch, da findet ihr ihn auch auf jeden Fall noch die nächsten 10 bis 15 Minuten. Wer schon alle Fragen beantwortet hat, kann direkt zum Mittagessen los. Um 14 Uhr geht es hier weiter mit einem Vortrag von Natalia, die da schon so wunderbar am Ende des Ganges bereitsteht, zum Thema 10 Trends in Bezug auf Objectives and Key Results. Ich würde mich freuen, ein paar Gesichter hier auch wiederzusehen, und in diesem Sinne wünsche ich eine weitere schöne Konferenz. Bis nachher.